Im Jahr 1997 gingen die ersten Exemplare der bis zu 220 Stundenkilometer schnellen Baureihe 101 bei der Deutschen Bahn AG in den Dienst. Die neuen Drehstromlokomotiven waren ursprünglich als universell einzusetzende Fahrzeuge konzipiert worden. Durch Trennung der Geschäftsfelder bei der DB AG wurden die Loks dem Bereich Fernverkehr zugeordnet, wo sie fortan primär im schnellen Reisezugdienst eingesetzt wurden. Hier ersetzten sie die alternde Baureihe 103, welcher sie mit 145 Exemplaren auch in der Stückzahl entsprachen. Das Design der 101 spiegelt den Zeitgeist der späten 1990er Jahre wider. Die großen, glatten Außenflächen eignen sich gut zur Beklebung mit Werbung, was deutlich Farbe in das Erscheinungsbild der Baureihe brachte. Doch nicht nur in optischer Hinsicht weiß die Elektrolok zu überzeugen. Auch die Leistung der Baureihe 101 kann sich sehen lassen. Eine besondere Stellung nimmt hierbei der Einsatz für den München-Nürnberg-Express ein, welche mit bis zu 200 Stundenkilometer die schnellsten Regionalzüge Deutschlands darstellen. Eine weitere Besonderheit ist der Einsatz der Loks mit den ehemaligen Metropolitan Express Garnituren, mit denen die Loks offiziell als ICE-Züge verkehren. Die enorme Leistungsfähigkeit von 6400 Kilowatt und die hohe Geschwindigkeit der Loks führen im Plandienst zu Umläufen von 2000 Kilometern am Tag. Nun ist auch dieser Tausendsasser der DB AG als Pico-Expert-Modell vertreten. Die moderne Bauform der Lokomotive ist dem Vorbild ebenso exakt nachempfunden worden wie die verkehrsrote Lackierung inklusive DB-Keks. Darüber hinaus wurden auch spezifische Details des Vorbilds berücksichtigt, wie zum Beispiel die Abdrücke der siebenstelligen Nummer auf der Seite sowie die lediglich grundierte Abdeckung eines Scheibenwischerantriebs. Ein besonderes Highlight stellen die äußerst filigran gearbeiteten Einholmstromabnehmer dar. Scharf gravierte Drehgestelle sowie zahlreiche fein gearbeitete Ätzteile runden den optischen Auftritt ab. Zur Komplettierung liegen dem Modell zurüstbare Bremsschläuche sowie nachrüstbare Sonnenrollos bei. Für freie Fahrt sorgt ein kraftvoller fünfpoliger Mittelmotor, welcher der Baureihe 101 zusammen mit den zwei integrierten Schwungmassen extreme Laufruhe verleiht. Für die notwendige Traktion beim Anfahren sorgen zwei diagonal angebrachte Haftreifen. Technisches Highlight sind die verbauten Führerstands- und Führerpultbeleuchtungen. Der Lichtwechsel ist selbstverständlich in modernster LED-Technik ausgeführt und erfolgt fahrtrichtungsabhängig in Rot und Weiß. Zusätzlich kann bei der Baureihe 101 auch das Fernlicht im Digitalbetrieb geschalten werden. Ähnlich verhält es sich bei den beiden Pico-Sound-Modellen der Baureihe 101, welche mit einem passenden PSD XP5.1 Sounddecoder ausgestattet sind und darüber hinaus das Siegel Pico Train Sound on Board haben, welches ein besonderes Sounderlebnis auf der Modellbahnanlage verspricht. Der neu am Original aufgenommene Sound überzeugt auf ganzer Linie. Unter anderem können neben den Motorengeräuschen verschiedene lokspezifische Sounds sowie Bahnhofsdurchsagen abgerufen werden. Sicherheitshinweis: Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen. Meine Damen und Herren, zur Verbesserung der Sauberkeit und aus Rücksichtnahme auf Nichtraucher ist das Rauchen im Bahnhof nur in den gekennzeichneten Raucherbereichen gestattet. Gesteuert wird dies über einen PLUX 22 Decoder. Die Mittelleiterversion verfügt bereits ab Werk über einen Pico Smart Decoder XP5.1, kurz PSD XP5.1 der neuesten Generation. Darüber hinaus ist auch die Analogversion dank einer integrierten PLUX 22 Steckschnittstelle für den unkomplizierten Einbau eines Digitaldecoders vorbereitet.
Die Baureihe 101 von Pico verbindet feinste Modellgestaltung mit solider Technik. Sämtliche Details des Vorbildes wurden auf höchstem Niveau berücksichtigt. Auf diese Weise wird das Modell zu einem wahren Genuss für das Auge, sei es in der Vitrine oder auf der heimischen Gleisanlage.